Roger Faulpelz. Ein Märchen aus Usbekistan. Es lebte einst im fernen Usbekistan ein sonderbarer Mann. Er hieß Roger mit Spitznamen Faulpelz. Roger Faulpelz war so faul, dass er noch nie in seinem Leben auch nur einen Schritt aus seinem Zimmer getan hatte. Setzte sich ihm eine Fliege auf die Nase, hob er nicht einmal die Hand, um sie zu verjagen. Roger Faulpelz verdross es über alle Maßen, wenn der Morgen anbrach, weil er ja dann aufstehen und sich waschen musste. Nur so nach und nach ließ Roger Faulpelz schließlich auch das Waschen sein, bis er am Ende vor lauter Faulheit gar nicht mehr aus dem Bett kam. Nur das Essen, das ging schnell und er aß ausgiebig. War er dann satt, ja, dann fiel er wieder in tiefen Schlaf. Eines schönen Tages brach in Rogers Haus Feuer aus. Die Nachbarn liefen mit Eimern herbei, um zu löschen. Sie schauten zu Roger Faulpelz hinein, der aber lag da, als sei nichts geschehen. Roger, lauf, du verbrennst hier, lauf! Roger, schnell, lauf! Oh, ja, aber was schreit ihr denn hier herum? Ja, wer stört mich in meiner Ruhe? Hey, dich meinen wir, Roger, dich! Lauf, sonst verbrennst du, verbrennst! Oh, Ruhe, sag ich. Oh, schert euch weg. Ich will meine Ruhe haben. Vergebens. Roger Faulpelz regte sich nicht. Er war zu faul, sich auch nur von der Stelle zu rühren. Schon züngelten die Flammen nach den Schößen seines Hausrocks. Schon leckten sie sengend daran empor. Da brannte er auch schon. Erst jetzt regte er sich. Doch nun war es zu spät. Roger Faulpelz war sogar zu faul gewesen, sich zu retten. Tja. Thank you.